Hallo und herzlich willkommen zu Part 11 von Game mit Wario und dem voraussichtlich letzten Part. So sieht's aus. Wir werden jetzt mal mit Islands anfangen und dann noch Artwork machen. Jawohl. Island. Jetzt lernen wir mal die Fronks kennen. Das sind also diese kleinen Vierecke, die man schon mal in manchen Spielen haben auftauchen sehen. Gut, Gamepad senkrecht. Lasst abwechselnd die Fronks fliegen. Sieger ist, wer am Ende die meisten Punkte hat. Wir spielen natürlich zu zweit. Hier sehen die verschiedenen Bretter. Wir werden vielleicht zwei machen, aber vielleicht auch nicht. Zumindest nehmen wir als erstes den Wackelturm. Fronks abschießen, so wird gespielt. Schieße Fronks mit dem Gamepad ab und lasse sie auf den Inseln auf dem TV landen. Punkte. Punkte werden je nach Landepunkt vergeben, ja. Kommt auf die Farben drauf an. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Und dieser Wackelturm, der ist auch schon ein bisschen schwieriger. Ist das zweitschwierigste. Ja. Entscheidet, wer welche Farbe nehmen soll. Ja, das macht's selber, glaube ich. Oder? Darfst du aussuchen? Nee. Ja. Na, ich fange einfach an, da bin ich jetzt rot. Ja. Also der hier, ich. Und dann geht's immer so weiter, wie der am meisten Punkte hat, der darf dann wieder anfangen. Also, auf dem Gamepad ist halt hier so ein Dingens, so ein Netz, wo die Viecher drin sind. Und da kann man halt hier so ein bisschen zielen. Und je nachdem, wie man das Gamepad hält und wie stark man eben zieht an dem Netz, so kann man die Fronks eben fliegen lassen. Muss eben nur aufpassen, dass man es nicht aus Versehen loslässt. Und auch, dass die Insel nicht umfällt. Das kann natürlich auch passieren, da hat man sofort verloren. Das ist schon mal zwei ins Meer versenkt. Okay. Ich hätte schon gedacht, das Ding fliegt um. Das wäre mega krass. Das wäre ein bisschen bitter gewesen. So, jetzt kriege ich hier meine blauen Fronks. Die sehen mega blöde aus. Ich mache gleich hier hin, damit es das ein bisschen ausgleicht. Ja, mit dir auf dem Feld. Bei mir bleiben sie alle liegen und ich darf deswegen gleich wieder anfangen. Ja, hab ich einen von dir runtergeschmissen oder was? Natürlich! Schon mal gut. Ah ne, jetzt kommt erstmal eine Möwe und die kackt jetzt da oben rein. Ja, genau so sieht's aus. Hä? Was ist das für eine Fahne? Das weiß ich nicht. So, und ich hole mir jetzt meine Fronks und die fliegen jetzt bitte mal ganz hier oben drauf. Hey, was ist da oben? Fronkzone? Was Fronkzone? Scheiße. Das wird nichts. Hauptsache es gibt dich um, Hauptsache deine. Nee, gibt nicht. Ha, Hauptsache deine ganzen Viecher verrecken da. Scheiße. Das war voll für den Arsch. Ja. Na gut. So, dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich das denn tue. Ja, meine, du musst jetzt schlau anstellen. Ich will mal wissen, was da bei der Fahne passiert. Nichts. Nee, nichts. Dafür ist es einfach nur diese Anzeige, dass du da oben reinmachst, da kommst du da unten hin. So, komm ins Loch. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemacht. Ach, passiert schon nichts. Was sagst du? Naja, das weiß ich. Hauptsache deine Viecher sterben doch. Ja, nein! Ja. Jetzt hast du verloren. Hä, war's automatisch? Ja. Das war aber eine kurze Runde. Ja, wir machen definitiv noch ein Brett. Einstellungen mach mal, genau. Mach mal jetzt was für eins. Pfeilatoll, wa? Das ist ein schönes. Ist das irgendwo auch irgendwann zu Ende? Wie, nach 5 Runden ist es zu Ende. Achso, ja, gut. Ja, das kennen wir ja jetzt. Mal jetzt. Da kann noch nicht umfallen, also das spielen wir definitiv bis zum Ende. Ja, da bin ich halt diesmal blau. Ja, das wird immer geändert, da müsst ihr euch jetzt mit verändern. Ist auch nicht das Problem. Und ihr seht schon diese Pfeile da an diesen Plattformen dran. Und immer wenn ein Fronk die Plattform trifft, egal von welcher Seite, von seitlich, von unten geht's zwar nicht, aber egal, von oben, dann schießt das in die Richtung ab, in die der Pfeil zeigt. Und wenn es gegen ein Hindernis trifft, dann wird die Punktezahl darauf verändert. So viel erstmal zu dem Brett. Du legst jetzt mal los. Das geht jetzt gleich ab hier. Und jetzt kannst du natürlich Glück haben und auf die 100 kommen. 30. Na gut. Geht ja noch. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich versuche jetzt, keine Ahnung, irgendwas mal. Ach so, die werden dann verändert, wenn man...
Das ist ja krass, ja gut. Ich warte jetzt einfach mal ab. Ja, das ist lustig, wenn die da so weg sich wegschieben und dann die Punktezahlen verändern. Ich kenne das Brett ja selbst. Ich habe bis jetzt selbst nur das erste Brett einmal gespielt. Ah, alle drauf, wunderbar. Und ich mache die Insel mit. Das Schaf gerade. Komm, bitte nicht 100. Oh, ist doch klar. Jawohl, ja. Schon mal gut, schon mal gut. Wenn ich jetzt, die Zahl verändert sich jedes Mal wieder, oder? Ja, immer wenn, ja, nur wenn das Ding irgendwas trifft. Ey, wie dumm, scheiß Möwe. Ja, jetzt hat's von dir noch eins geklaut. Ja, als hätte ich schon, als hätte ich nicht. So, und ich mach jetzt mal ein Stück weiter nach hinten. Mal das sehen. Ist doch kack. Da kann nämlich nichts passieren. So. Neue Insel, neues Glück. Und da passiert nichts weiter. Das stößt gegen keine andere Insel an. Ja. Das hat's mir gebracht. Wenigstens was, ey. Ja, 50 Punkte ist gar nicht so schlecht. Ich meine, das Schlechteste, was du haben kannst, aber ansonsten so, ja. Hä, wieso hat die da hinten schon 30 Punkte? Weil du die angestoßen hast mit deiner hier vorne. Gucken, eine Dreisterzone, ja, und es geht auch natürlich da irgendwie so an die Bande. Hm. Wollte ich ja auch so ungefähr. Hm. Mal sehen, was dabei jetzt rauskommt. Jawoll! Jetzt bist du schon gefährlicher geworden. Jetzt bin ich halt in dem Fall besser, naja, weil ich 30er, eine 30er Plattform habe. Ja. Mal sehen, wie sich das noch so entwickelt. Gut, wir haben ja noch ich habe einen guten Plan. Das wird wahrscheinlich wirklich ein guter Plan sein, ja. Ich gehe natürlich, also einmal würde ich gerne deine Plattform mal verändern. Das sind mir zu viele Punkte, die du da hast. Und einmal natürlich die Chance haben, meine Plattform zu verbessern. Ja, aber, genau. Ja, das ist jetzt natürlich. Aber ich kann jetzt aber richtig absahnen bei dir. Ja, meine ich jetzt beide Plattformen, beide 100er Plattformen irgendwie zerstören könnte. Ja gut, aber das war jetzt natürlich scheiße, viel zu mega spät. Krasses Scheiße. Er macht schon. Na gut, meine 10er, die kann auch mal was ertragen. Vielleicht stützt er beide an. Nee. Schade. Hm. Scheiße. Jetzt kriegst du noch ein paar Punkte dazu. Meine Güte, das ist schlecht. Jetzt klaut von mir eins. Ja, genau. Mach die Kacke weg von dem ja, da. Von der 10er, das stimmt. Na gut. Bist du nicht dran? Nee, ich hab ja den Punkt. Okay. Ja, du hast mehr Punkte. Also ist immer der dran, der mehr Punkte hat. Ja, ja. Kack. So, gut. Dann muss ich jetzt mal gucken. Hm. Irgendwo drauf muss ich, ja? Irgendwo drauf muss ich. Dann kannst du auch ins Nichts schießen. Das kannst du gerne machen. Na gut, da warte ich jetzt noch ein bisschen. Was hast du vor? Ja, ich will einfach nicht meine eigene Plattform. Also, ist ja nicht mal. Ja, aber ist die ja deine. Ich meine, die 100er will ich dann nicht noch anstoßen. Dass es da noch verändert. Ich würde gerne das doch. Ja, es passiert. Nicht. Ach, schade. Daneben. Ja, wenn jetzt natürlich irgendwelcher Mist passiert. Na gut, nicht so schlimm. Ist, ja. Hey, meine Punkte bleiben genau gleich. Hey, ja, anscheinend. Na, du hast ja da 50 runtergeholt. Ja, das stimmt schon. Ja, ist ja geil. Also. Hat sich richtig derbe gelohnt. Ich gehe auf die Plattform, logischerweise. Obwohl, nee. Ist sogar recht sinnlos, auf die Plattform zu gehen. Aber Alter, krass, es werden Dreie verändert. Ja. Gut, die Karten werden nochmal komplett neu gemischt. Ja, es kann jetzt sein, dass du bei 2x10 kriegst, kann aber auch sein, dass ich immer noch bei 10 bleibe. Nee, ich schon mal nicht, das auch nicht und das bei 50. Stimmt, du hast ja da jetzt massig drauf. Das ist richtig derbe hochgegangen. Und das möchte ich jetzt natürlich noch mit meiner anderen Plattform da versuchen. Sehen, ob ich das hinkriege. Natürlich nicht so, dass das hier irgendwie was anderes noch mitreißt. Aber schon mal so. Und trotzdem. Nee, kann nicht. Na, mal sehen, was passiert. Ja, gar nichts. Aber 50 Punkte dazu. Na gut, deine Figuren hier drauf. Jetzt muss ich gucken. Du musst jetzt gucken, das stimmt.
Mal sehen, wir sind ja beide noch einmal... Ach nee, nee, war schon letzte Runde. Ich versuche einfach mein Glück hier hinten. Ja, das ist wahrscheinlich das Schlauste, was du machen kannst. Wenn 100 rauskommt, nein, hast du gewonnen. Die sind ja immer runtergeflogen, das war natürlich scheiße. Wenn was anderes rauskommt... Scheiße. Oh, ein Glück, ey. Saumäßiges Glück. Ja. Und damit hast du es... Ja, hast du oder so gewonnen. Ich glaube noch eins. Ne, ist sogar deins. Aber naja, das bringt gar nichts. Ich hatte jetzt schon über 2000, also. Ja. War aber wieder knapp. Es hat zwar knapp, aber also da kann man richtig viel am Ende noch machen. Hä? Wo steht? Ach so. Ja, gut. Ich habe 2100 auf 100er Feldern liegen. Na gut, haben wir aber gar nicht so schlecht gelöst. Und jetzt schauen wir uns natürlich noch Artwork an. Artwork an. Also, nicht so das Problem. Ja. Ah, jetzt kommen die geilen Fotos. Das ist, da muss man sich nämlich fotografieren. Da könnt ihr uns mal wieder sehen irgendwie. Aber das wird natürlich mega cool, mega toll. Artwork ist hier von diesem Typen gesponsert. Das ist irgendein Alien, Orbulon heißt der. Oder es ist irgendein Planet, weiß ich nicht. Teil deinen Mitspielern Dinge mit. Nicht durch Worte, sondern durch Bilder. Ja. Also es kann sein, dass wir ein bisschen lauter rufen oder so. Also nicht. Das kann jetzt ja, einfach aus Reflex sein. Wir können ja alles Mögliche labern, ja. Also zeichne ein Bild zum Wort, das auf dem Gamepad gezeigt wird. Die Rater errate das Wort anhand des Bildes auf dem TV. Die Rater erraten. Es geht für euch darum, die meisten Zeichnungen korrekt anzufertigen und zu erraten. So, jetzt bin ich dran. Erstmal ein sexy Bild schießen. So, und dann kann man natürlich sowas machen. Also sowas. So machen wir das mal. Bitteschön. Ich hasse das irgendwie, Bilder zu machen. Das ist aber ganz lustig manchmal. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Scheiß fabriziert, aber ansonsten... Ah, das sieht doch geil aus. Ansonsten ja, passt das doch ganz gut. Richtig geraten. Ja, das, wir wissen es, aber ich lese trotzdem mal vor. Berühre richtig und gelange so zum nächsten Wort. Pro Auslassen werden 20 Sekunden abgezogen. Berühre Auslassen, um ein Wort zu überspringen. Wenn man es nicht weiß. So, also du musst natürlich anfangen. Ja, ich muss anfangen, ich bin Spieler 1. Und ich muss halt raten. Ich darf natürlich nicht auf den Touchscreen, darf ich nicht so sehen. Nee, und bitte wundert euch nicht, wenn wir hier irgendwelchen Scheiß zusammen zeichnen. Ja, ist wir klar, können das nämlich beide nicht. Also zeichnen sowieso nicht, raten ist dann die andere Sache. Kopf, nee, das Kugel. Ist, das ist hier unten. Ja, nee, das ist ein bisschen blöd, warte. Man kann es natürlich auch löschen. So, das ist hier unten. Das ist jetzt hier so, das Juhu. Körper. Nee, nee, das ist ein Pfeil hier, das ist ein Pfeil. Kinn. Ja. Jawohl. Na, das sieht ein bisschen aus wie ein Strichmännchen. Also, ja. Wenn ich jetzt hier... Egal. Moment. keine Ahnung. So. Spagat. Und dann, nee, nee. Und der hat dann hier sowas... Schuhe. Nee, nee. Kackwürstchen. Nein, der hat ja was hinterlassen. Also, ich denke, es ist ein bisschen blöd, aber... Fußstapfen. Ja. Gut. Ja, Fußabdrücke. Also wenn es natürlich der Begriff jetzt so, dann drückt man auch richtig. Ach nö, das sind hier diese... Wellen. Meer, so Berge, Felsen, sowas. Cliff. Cliff. Und dann sind das hier so kleine, so... Ja doch, Cliff geht doch. Hä, was denn? Das sieht ein bisschen schwul aus. Nee, nee. Das Fische. Ja, bestimmter Fisch. Fliegender Fisch. Nee. Das sieht so... Fisch, der an der Wand hochkrabbelt. So wollte ich es machen. Nee, naja, ja, was sind das für Fische? Wellenfische. Das hier Meeresfische. Das hier ist ein bestimmtes, das kommt hier so runter, ist auch Wasser. Ach, eine Fischtreppe. Naja, Lachs. So fast, ja. Lachs schwimmen nämlich immer zu ihrem, gut, das machen fast alle Fische, ja, zu ihrem Geburtsort zurück und legen dort so die Eier. Jetzt, ihr lernt immer was bei uns. Und dann hast du hier sowas bestimmtes an. Schuhe. Nee, drunter. Socken. Na gut, das war jetzt einfach. Das ist einfach nur, ja, hier so, keine Ahnung. Meer. Nee. Sandkasten. Nee, da ist jetzt... Spielende Kinder. Nee. Da ist jetzt hier so, keine Blumen, Ahnung, was. Wiese, nee, Löwenzahn. Nee, da wächst was drauf. So. Ja, was ist ich? Ich brauche hier das, was hier drunter ist, das hier. Ach, Erde. Naja, ja. Wurzeln. Nee. Und hier wächst Sand. Was drauf. Wie hieß denn das, wo was drauf wächst? Boden. Nee. Das na, ist Wiese, Gras. Eine bestimmte Anbaufläche. Wie ist Feld. Das? Ja, andere Bezeichnung. Acker. Ja, jetzt sind... 3 Sekunden. Da schaffen wir höchstwahrscheinlich nichts mehr. Ja, hier ist so eine... Kopf, Ei. Nee.
Darts. Ah, sollte gut. Jetzt die Scheibe sein. Es war ja, jetzt klar. Schnell gezeichnet, aber okay. Dann bitte gut. Schön, jetzt bin ich dran. Ja. Wir haben jetzt geschafft, 5 oder so, ne? Mhm. Also, bist du bereit? Ist nicht so ganz gut. Jetzt geht's los. Also, das ist hier so. Fisch. Zack. Bett. Ah, das ist ja noch. Das sieht so behindert aus. Strichmännchen. Also, das ist dann so. Zack. Und dann sind hier so die Dinger. Rippen. Und dann ist das hier so und hier so. Skelett. Oh, ey, zum okay. Glück, ey, das geht auch gut. Ja. Das ist. Ups. Das ist. Also, da gibt's hier sowas. Auto. Bus. Hm? LKW. Ja, ja, ja. Und dann brauchst du da sowas. Lastkraftwagen, Anhänger. Nee. Container. Da steht sowas drauf. Was ist hier so? Brief. Postauto. Euroschein. Also Geldschein. Und dann kannst du damit fahren. Benzin oder was? Achso, nee, das ist ein Banktransporterauto. Nein! Damit kann man dann fahren. Das war doch schon vorhin schon richtig, was das Edel was gesagt hat. LKW. Nein. Bus. Ja. Achso, Fahrschein. Okay. Wir machen ein bisschen immer mit Reden, weil sonst eigentlich ohne Reden geht's fast nie. Hm. Ja, ich habe mich gerade zusammengerissen, also das ist so hier, sowas. Okay. Und er hat dann sowas auf. Gut, Zylinder. Kochtopf. Bloß er hat keinen Kochtopf auf, sondern... Also das ist schon so ein Typ. Mit ja, Kochtopf. Ist ein Mensch. Mit Kochtopf. Ach so, Kochmütze, Koch. Eben. Ja, Koch eben. So, okay. Gut. Das ist... Scheiße, das wird so scheiße aussehen. Gut. Koralle, Dinosaurier, hier auf oben. Pyroraptor, ne, wie ist das Vieh? Nein, das sind... Berge. Also das ist so... Und so... Busch. Hand. Ja, und das hier ist... Handfläche. Was für ein Wurstfinger, ey. Busch. Toastbrot. Also das ist so... Also das hier ist... Gras. Ja. Acker. Und dann ist hier halt sowas. Na, das... Himmel, Horizont. Nein, das geht so... Wolken, Berge, Wind. So. Okay. Oh, komm. 10 Sekunden, mal sehen, ob wir was schaffen. Das ist hier so... Mensch. Und das hat er hier so oben. Schal. Na. Wenn das nicht professionell ist. Ehrlich, oh, das krieg ich nicht mal hin. Also so. Mensch. Und dann ist das hier so. Gehstock. Nein, das ist. Mensch. Das ist Karaoke. Der sollte da so reinsingen. Ja. Also ich hab. 12, okay. Wir haben. Sehr gut. Sie sind fast fleischstark. Da sieht man gerne mein Zeichnen zu. Ist eigentlich sehr gut, also wir können mehr, also das will ich schon mal wenn sagen. Man zu dritt ist oder mehr, dann wird halt angezeigt, wer was richtig geraten hat und wer was richtig gezeichnet hat. Und dann werden Punkte verteilt und dann gibt es halt noch einen Sieger. Aber hier ist es einfach so. Nur zusammengerechnet. Der Lachs hat den Oberlandpreis. So. Die Fahrkarte den Goldpreis. Die habe ich schon zum dritten Mal gemacht. So. Der Acker hat den Silberpreis, müssen wir alle mal klatschen. Ja, jetzt. Da muss man hier mal. So, und die Hand. Die Wurstfinger. Gut, das würde jetzt alles nochmal durchgedingst werden, aber alles, wir wollten nur Obolon bis Bronze sehen. Komm, einfach nur jetzt aufdrücken und dann passt das. So, ich weiß ja nicht, wir sind bei 19 Minuten. Machen wir noch eine Runde? Nee, hast du ja nicht. Doch, wir können doch, ich bin jetzt... Bloß du wolltest jetzt neue Bilder machen, ja, stimmt's? Das mache ich immer gerne. Ach, da hätte ich eigentlich auf Spieleranzahl ändern. Ich habe jetzt falsch gedrückt. Entschuldigung, ich mache gern neue Bilder. Ja, Zeit. Willst du diesmal anfangen? Jo. Gut. Und danach dann möchte ich noch gerne deine Wertung erfahren zum Spiel. Ja. Du kennst ja fast alle Spiele eigentlich, ne? So, ich muss mal... Nein, das sieht behindert aus. Also wundert euch nicht, wenn die Bilder ein bisschen dunkel sind. Also es ist schon... Wir nehmen ja abends auf. Also was heißt abends, ist jetzt schon früh dunkel. Wir haben ja... Aha, ein gesuchter Winter. Gangster. Das sieht gut aus. Bei uns ist es jetzt gerade um 6. Genauestens. Wir werden gesucht. Die bösen Wichte. Ein professionelles Foto von ihm, von dem guten Fallgeruch. Was war denn das? Comic. Bitteschön. So, jetzt kommt wieder der Profizeichner. Der Pro-Gamer in diesem geilen Also in Spiel. Dem Fach Kunst bin ich eigentlich sau schlecht. Also ich dürfen auch. Wir auch nie sowas Geiles machen, wir machen nur Gülle. Na, Porträtzeichnen, wow. Kann man gleich mal ablesen. Ganz einfach. Toastbrot, Flasche. Das kriegt doch einen Hobo den Preis. Klar. Das ist...
glaube, also, es ist aber nur Zufall, was dein Overlord bringt. Das hier ist... Eine Tür. Nee. Toastbrot. Nee. Kühlschrank. Ups, nein. Der Fenster. Nein. Hier so, hier so, hier so. Eine Leiter. Nee, das ist kacke. Das ist einfach so. Und da machst du dann sowas drauf. Trinkglas. Korken. Was ist das? Kugelschreiber. Ja, dann machst du das hier drauf. Na, schreiben. Ja, und was ist das dann? Eine Schrift. Testament. Was ist das dann? Urkunde. Wenn man da drauf schreibt, Mensch. Ein beschriebenes Blatt Papier. Genau, und dann kommt da, macht man daraus. Ich kann das nicht. Hä? Ich kann das, also da macht also man. Also Blatt Papier, ein beschriebenes Blatt Papier. Wo ja! Und das macht man dazu. Da macht man dann. Papierflieger. Genau! Okay. Das sieht so dumm aus. Ah, jetzt haben wir schon viel Zeit verschwendet. Oh, hier. Zack, zack. Kerze. Und dann ist hier so einer. Adventskranz. Bäm. Bäm. Da ist natürlich noch ein Kopf. Und dann macht er so und so. Mit Sandsack. Ah ja, komm. Ja, das ist ja das. Na gut. So. Kopf. So. Auto. Zack. Meistens noch. Sportwagen. Spoiler. Sportwagen überhaupt? Eher weniger. Der fährt dann hier so. Nicht auf dem Wasser, nein. Offroad. Fahrzeug. SUV. SUV. Ja. Was ist das hier erstmal? Ne Dreck. Naja, noch genauer. Erde. Noch genauer. Sand. Ja. Ach so, ein Buggy. Okay. Ja, der Buggy sieht gar nicht so schlecht aus, aber alles andere. Na los, 6 Sekunden. Das ist hier. Kopf. Ohr. Nee, das hier ist der Kopf von der Seite, sag ich jetzt mal. Okay, Nase. Dann gibt's hier so. Ohr. Und dann hat man hier die Frisur. Und das, wie nennt man das hier unten? Wange. Nein. Ach so, Koteletten. Die Frisur da unten, na egal. Ja, gut, ach so. Das war auch schon. Ey, Koteletten, wie soll man sowas bitte zeichnen? Oh, das ist hier. Stift. Blitz. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, ja, doch. Gut. Das ist schon eindeutig, ja. Hätte ich gleich erkannt, ja. Ich hatte den Pfeil noch nicht gesehen. Schnecke. Die ist sau stark. Na gut. Das geht das ja ist noch. Hier so ein. Da kannst du hier so. Einrad, Fahrrad. Nee. Sattel, Rad. Das ist hier so und. Ja, das ist ein bisschen klein geraten jetzt. Oh, so. Wie heißt dieses und Ding? Und dahinter ist noch so ein. Hier so. Also nicht dahinter, sondern daneben. Und das ist. Ach, Dreirad. Ja. Ich hab gedacht, du meinst so ein Fahrrad, was vorne einen großen und hinten einen kleinen Reifen hat. Nee. Ich weiß nämlich nicht, wie die heißen. Schreibt's in die Kommentare, wie die Dinger heißen. Haben die überhaupt so einen Namen? Ja, Toastbrot, Kasten. Nee. Und dann ist hier so ein. Da steht hier sowas drauf. Und hier ist noch so eine. Skala. Und da macht's dann hier so. Was weiß ich? Raucht's raus. So. Chemielabor. Nee. Und hier drinne ist ja eine bestimmte klar. Flüssigkeit. Wasser. Ja. Und was ist das dann? Wasserdampf. Nee, wenn es an Strom angeschlossen ist, was ist das dann? Das Strom. Ding hier? Wasserstrom. Nee. Eine Kochplatte. Nee. Herd. Nee, es geht um das Ding im Gesamt. Wie ist denn das? Wo kann man Wasser warm machen? Wasserkocher. Meine Güte. Ach nö, Alter. Oh, ja, das ist ja so ein. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das müsstest du eigentlich. Das ist so eine riesige Figur. SpongeBob, Schwarmkopf. Nee, und das. Der sitzt hier so da. Und hat hier so seine, keine Ahnung, seine Füße. Und dann hat er hier so seinen, ach, das hier ist Dreck. So, und da sitzt er hier so da und hat hier so seine Arme abgestützt, so, keine Ahnung. Und wie heißt denn diese Pose? Kennst du das? Also das hier oben, das darfst du jetzt nicht beachten. Also dieser so ein Typ, der so komisch da sitzt. Überlegungspose, was sie sehen. Ja, na fast. Nachdenkpose. Ja. Der Denker, den kennst du doch bestimmt. Ach ja, den kenne ich. Das ist hier so ein. Das ist das Zeichen vom WWF, wie heißt denn das? Panda! Ja. Sieht gerade voll komisch aus. Das ist ja hab ich jetzt beholfen, ziemlich, aber. Okay, dafür das ist ja jetzt auch ich so das ein. Gut. Ja, gut. Hätte. Sind wir fertig? Ich glaube, wir sind schlechter als das letzte Mal. Wesentlich schlechter. Hm. Ja. Naja, gut, zwei weniger, aber. Naja. Sehr gut, immer noch. Wunderbar, prima. Ja, wir sind immer noch beide fast gleich stark, ja. Ja, wenn Peter 0 haben, sind wir auch beide fast gleich stark. Oh, die ist ja ganz stark.
Herrlich. Was sagst du? Was, Mensch, ich will auch was haben. Das ist noch gar nicht fertig. Na trotzdem. Ja, immerhin. Spielzeug, yeah. Sieht irgendwie aus wie eine Kanone, oder? Ist egal. Und der Buddy. Jawohl. Der sieht kacke aus. Gut, der Part ist etwas länger, aber das ist ja nicht so schlimm. Nee, das ist nicht so schlimm. Und jetzt möchte ich bitte deine Wertung erfahren. Ach dazu so. Gehen wir in den Titelbildschirm und schauen uns einfach das Intro 20.000 Mal an. Na gut, dann viel Spaß. Also, erstmal möchte ich wissen, wie viele Punkte hast du gegeben, dass ich so ein bisschen... Ich habe 9,0 gegeben. Gut. Also, das ist ein tolles Spiel, auch für mehrere Leute ein tolles Partyspiel. Ich werde es mal so ein bisschen mit Wii Party U vergleichen, weil wir, das ist ja auch ein anderes. Das ist schon gar nicht so schlecht. Also bei Wii Party U, da gibt es halt Minispiele und so, das kennt man alles schon. Gibt es hiervon eigentlich, hier gibt es hiervon auch eine Reihe von Game mit Wario? Die WarioWare-Reihe gibt's. Das ist also eigentlich das neue. War das da so ähnlich schon? Ja. Ja, gut. Das habe ich halt jetzt nicht gespielt, aber das wird halt so ähnlich sein. Und es ist halt toll, das Gameplay wird wie immer sehr gut mit einbezogen. Und besonders zu den Mehrspieler-Games, gut, jetzt Disco. Ist jetzt nicht so, aber das gibt's ja. Es gibt ja. Fällt uns nicht, aber vielleicht anderen. Es gibt ja immer Spiele, die einem nicht gefallen. Und Spiele, die einem sehr gut gefallen. Und mir gefallen eigentlich fast alle Spieler gut. Beim Einzelspieler kenne ich gar nicht alle. Aber das ist auch nicht so wichtig. Und sonst ist es ein total gutes Partyspiel. Zum Beispiel hier Fotos machen. Ist krass. Und ja, das ist total cool. Und ich würde auch 9,0 Punkte geben. Tja, zusammengerechnet sind wir da immer noch bei 9,0. Also 90% für dieses geile Game. Und ja, damit verabschieden wir uns natürlich von dem letzten Part, von diesem tollen Spiel und tschüss, schaltet beim nächsten Projekt wieder ein. Bis dahin.